So, und jetzt können wir die Lösung da erstellen. Und zwar als erstes, jeder Mitarbeiter erhält 3.500 Euro pro Monat. Was sind die Mitarbeiterkosten? Da wäre das Beste ist, wenn man diese 3.500 auch irgendwo ablegt und am besten unsere Tabelle setze. Dann gehe ich hier in Sätze, Mitarbeitergehalt. Sorry, 3.500. Und dann kann ich dann die Mitarbeiterkosten ausrechnen. Und die sind dann Anzahl der Mitarbeiter mal Anzahl der Monate mal den Monatslohn von jedem. Und dann nicht vergessen immer F4. So, und da haben wir die Mitarbeiterkosten. Zusätzlich habe ich für jedes Projekt monatlich 1500 Euro Fixkosten. Wie viel Fixkosten pro Projekt? Also wieder genau dasselbe. Wir legen am besten diese 1500 Euro irgendwo ab. Das sind die Fixkosten. Ups. 1500. Und das ist diesmal die Monate mal Fixkosten auch wieder festlegen und dann runterzählen. Die Gesamtkosten sind dann die Summe von das plus das da. So, hier kann ich auch wieder doppelt anklicken, dass wir die Breite haben. So, und dann der Profit wäre dann Umsatz minus Gesamtkosten. So habe ich beim ersten Projekt 0 Profit, beim zweiten so viel, hier habe ich einen Verlust und so weiter. Okay, man sieht also, es ist sehr vorteilhaft, wenn man alles in einer Tabelle absetzt, weil es macht alles viel klarer und die Aktualisierung ist damit viel, viel einfacher, als wenn man in jeder Tabelle immer denselben Satz immer